Ich bin absolut schockiert und freue mich sehr zu sehen, was dieses Video heute bringen wird. Denn wie wir alle wissen, gibt es nichts Wichtigeres, nichts Essentielleres, nichts so unfassbar Relevantes. Mir fallen keine weiteren Worte dafür ein. Wie gute Basics in unseren Kleiderschränken. Es kann richtig für den Arsch sein, sich für zu wenig Geld irgendwelche T-Shirts zu kaufen, die scheiß Qualität haben, die sich beim Tragen schon so anfühlen, als wenn man statt dem T-Shirt die Raufasertapete von der Wand daneben gegriffen hätte und die auch nicht gut aussehen. LFDY hat genau das gemacht. Also nicht das mit der Raufasertapete, sondern mit den günstigen Basics, weil sie jetzt 3 neue T-Shirts rausgebracht haben mit verschiedenen Fits, verschiedenen Stoffarten und alle extrem günstig. Ist das die absolute Basic-Revolution oder haben wir es hier mit einem fiesen Cash-Grab zu tun? Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt und willkommen zu diesem Basic-Test-Video. Lange ist es her, als wir uns das letzte Mal, glaube ich, richtig Basics angeschaut haben in einem konkreten Video. Ja, ich weiß, die Summer Raws sind rausgekommen. Ich bin aktuell aber noch im Urlaub, beziehungsweise jetzt gerade erst wiedergekommen. Ich produziere dieses Video hier vor und von daher wird hoffentlich im Laufe der nächsten Wochen ein Video dazu kommen. Dementsprechend müssen wir uns aber das von mir aus gesehen vielleicht sogar viel interessantere Thema anschauen, und zwar die neuen LFDY Basics. Generell erweitert LFDY ja immer und immer weiter ihre Basic-Kollektion und so kommt es jetzt auch, dass wir sehr günstige T-Shirts bekommen haben für 30 Euro das Stück, beziehungsweise eins kostet sogar 35. Und das ist, ganz kurz für den Kontext, falls ihr euch nicht so mit den Preisen auskennt, sehr, sehr günstig. Schauen wir uns beispielsweise die Preise von den normalen LFDY Basics an oder auch von den Peso Raws oder von anderen Basics in der gesamten Industrie, dann fällt auf, man muss eigentlich überall über 50 Euro zahlen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auch voll damit okay, 50 Euro für ein geiles T-Shirt zu zahlen. Wenn man halt gute Qualität bekommt, einen geilen Fit, dann ist es absolut im Rahmen. Es gibt natürlich auch günstigere Brands wie Seven Heavens zum Beispiel, die Peso Fakes oder Statement Clothing, wo dann T-Shirts auch mal unter 30 Euro kosten. Und das ist natürlich nicht so gute Qualität wie bei Peso oder sowas, aber für den Preis schwer in Ordnung. Von daher ist es interessant zu sehen, ob diese 30 Euro Basics mit anderen mithalten können, denn das wäre ganz schön krass. Für 35 Euro haben wir hier ein ganz gewöhnliches schwarzes T-Shirt in Heavy. Das Teil hier hat 280 GSM, was man schon als Heavy bezeichnen könnte. Dann im Prinzip das gleiche T-Shirt, nur in einem helleren Grau und 180 GSM, also ein Light T-Shirt. Im Grunde genommen ist es also absolut nicht das gleiche T-Shirt. Und das T-Shirt, sowie auch unser drittes, das LFDY Regular Fit T-Shirt, kosten beide 30 Euro. Das hier hat keine Ahnung wie viel GSM, da stand da nicht bei, aber es ist wohl ein Regular Fit T-Shirt und das schauen wir uns direkt mal als erstes an. Das hier ist das Regular Fit T-Shirt und ich glaube, man sieht schon direkt relativ schnell, warum Regular Fit. Ich gehe mal davon aus, gleich wenn es dann später auch noch zum Fit geht, also zur Königsdisziplin, dass man dann auch noch sieht, inwiefern sich das von den anderen beiden unterscheidet. Ich habe mir das gerade schon ein bisschen angeschaut und wir haben tatsächlich 100% Baumwolle, also im Gegensatz zu sonstigen Billigmarken, wo es dann eben, das klingt sehr negativ, Billigmarke, wo dann eben dadurch gespart wird, dass man eine Polyester-Baumwollmischung nimmt, haben wir ja 100%. Die Nähte sind überall perfekt verarbeitet. Ich habe nicht eine abstehende Naht gefunden. Das ist natürlich auch oft ein Problem. Und generell, finde ich, sieht das so sehr hochwertig aus. Allerdings, wenn wir den Stoff hier mal so anfassen, merkt man direkt, es fühlt sich echt räudig an. Ich würde sagen, der Stoff sieht zwar nicht so aus, aber er fühlt sich billig an. Es ist wirklich sehr dünn und es ist echt ein bisschen vergleichbar. Ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil es definitiv bessere Quali ist mit H&M-T-Shirts. So fühlt es sich zumindest an. An sich in dieser Preisklasse nicht die ultra große Red Flag, weil ansonsten ist, wie gesagt, die Verarbeitung sehr gut. Ich kann mir aber vorstellen, beziehungsweise ich befürchte sogar, dass sich dieses T-Shirt nach ein paar Mal waschen wirklich richtig scheiße anfühlt, dann der Fit darunter auch leidet. Aber vielleicht dazu später nochmal mehr. Wir machen erstmal weiter. Als nächstes das wesentlich spannendere Piece, denn das Regular Fit T habe ich mir nur so ein bisschen zum Vergleich bestellt. Das hier und das gleich danach sind die wirklichen Highlights. Haben wir das Light Tee, also sprich mit 180 GSM, und hier ist der Stoff sehr, sehr ähnlich zu dem davor. Allerdings fühlt er sich noch ein bisschen besser an. Eventuell bin ich wirklich dumm und es ist vielleicht doch der gleiche Stoff. Ich würde aber sagen, dass das hier noch mal ein bisschen dünner ist und sich auch irgendwie noch ein bisschen hochwertiger anfühlt. Von daher ist das im Vergleich dazu erstmal ein positiver Punkt. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich für 30 Euro die Quali so geil finde, dass ich sage, es macht keinen Sinn, 20 Euro mehr auszugeben. Vom Schnitt her und generell vom Aussehen ist das aber total clean. Auch hier sind die Nähte wieder sehr gut verarbeitet und man merkt generell, LFDY hat hier keine halben Sachen gemacht. Also für 30 Euro kriegt man hier definitiv kein halbfertiges Produkt, sondern es ist wahrscheinlich im Endeffekt wirklich einfach der Stoff, auf den hier auch wieder so ein bisschen geschissen wurde. Wichtig wäre hierbei vor allem der Fit, weil es kommt mir sehr lang vor. Die Farbe, dieses verwaschene Grau, kommt auch sehr, sehr wild und ist, glaube ich, sogar auch mein Favorite heute. Überall an den Nähten sieht man, es ist eben ein Washed Grey und das ist echt cool. Also das ist ja auch nicht immer ganz billig, hier nochmal eine Waschung reinzuklatschen. Also das an der Stelle auch nochmal ein Qualitätsmerkmal.
Und zu guter Letzt, und ich würde sagen, der überraschende Favorite von mir sogar in diesem Video, das Heavy-T-Shirt mit 280 GSM. Das ist eben so eine Grammatur, wie man sie auch von 85 beispielsweise kennt in den T-Shirts. Ganz an die Heavy Raws mit 300 GSM kommt es nicht ran. Das finde ich aber auch sehr gut, denn diese richtig schweren T-Shirts mit dicken Stoffen sind eben für den Sommer teilweise sehr ungeeignet. Und ich finde es cooler, wenn man leichtere T-Shirts im Sommer tragen kann, wie zum Beispiel die Summer Raws. Ich nehme übrigens die ganze Zeit Peso als Vergleich, weil das ja eine Untermarke von LFDY ist. Auch bei diesem T-Shirt kann ich absolut keine Qualitätsmerkmale feststellen. Und wenn wir diesen Stoff hier anfassen, dann muss ich sagen, ist das schon eine Art Erleuchtung. Ich fühle mich extrem gut und ich würde wahrscheinlich diesen Stoff hier länger anfassen wollen als die anderen. Selbstverständlich sind das hier auch wieder 100% Baumwolle. Das Einzige, was natürlich nicht so geil ist im Vergleich zu den anderen T-Shirts, ist dieser fette Print hier hinten drauf. Ich muss sagen, das sieht einfach nicht gut aus und ist auch ein bisschen peinlich. Würde mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr den Aufwand hinter den Videos appreciated und dem Video ein Like gebt und vielleicht sogar darüber nachdenkt, den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank. Als Spaß beiseite, das einzig Negative daran ist natürlich, dass das T-Shirt hier 5 Euro mehr kostet und 35 Euro klingt wieder anders als 29 Euro. Ich würde aber sagen, bevor ich irgendwelche fast fertigen Urteile fälle, gucken wir uns mal gemeinsam den Fit an. Ratet mal, wer wieder zurück ist und sich jetzt nochmal circa eine gute halbe Stunde Zeit genommen hat, um sich diese drei Sachen anzuschauen, sowohl den Fit als auch nochmal so ein bisschen die Quali. Und kommen wir jetzt zu den Gewinnern und Verlierern dieses Videos, beziehungsweise richtige Gewinner gibt es auf jeden Fall nicht, aber es gibt einen klaren Verlierer und zwar das Regular Fit T-Shirt und es war vorab klar, ich meine, ich habe es mir nicht bestellt, um es zu rocken, sondern um Vergleichswert zu haben, um es auch einfach mal zu zeigen, weil es vielleicht da draußen Leute von euch gibt, die das mehr feiern, aber dieser Fit ist wirklich schrecklich. Ich habe in meinem Leben noch nicht sowas gesehen und ich wünschte, ich hätte es nicht sehen müssen. Ich bleibe nach wie vor dabei. Der Stoff davon fühlt sich nicht gut an und auch beim Tragen habe ich echt das Gefühl, und ich übertreibe nicht, ich möchte jetzt wirklich gar nicht haten an der Stelle, tue ich damit jetzt so ein bisschen, aber es ist nicht irgendwie persönlich gegen LFDY gemeint. Als wenn ich einfach clean ein T-Shirt von H&M an hätte. Als nächstes dann zum Light Tee, zu diesem Schmuckstück hier. Wie gesagt, der Stoff zu dem ist sehr ähnlich. Allerdings finde ich auch beim Tragen, dass es sich besser anfühlt. Also gerade beim Tragen fühlt es sich eben nicht mehr H&M-mäßig an, sondern ich würde sagen, auf jeden Fall schon Zara. Hier ist für mich persönlich leider der Fit aber auch ähnlich trashig, halt auf eine andere Art und Weise, weil es oversized geschnitten ist, aber zu oversized. Ich weiß nicht, ob ich einfach eine Größe kleiner hätte nehmen sollen, weil sowohl die Ärmel sind zu lang als auch unten rum und ich finde sie auch zu weit. Dementsprechend will ich da kein zu schnelles Urteil fällen, aber für 1,84 das Size M hätte schon passen müssen eigentlich, von daher vielleicht ist es so gewollt, vielleicht auch nicht. Zu unserem, ich würde sagen, fast Gewinner dieses Videos und zwar zum Heavy T-Shirt in schwarz. Und ähnlich wie bei diesem T-Shirt war zu erwarten, dass der Fit genauso reinscheißt, weil es ist halt der gleiche Fit, nur dass ich finde, dass es aufgrund der Dicke des Stoffes nochmal besser aussieht, es fällt nochmal einfach ein bisschen besser. In der Size S kann ich mir vorstellen, würde das passen, so muss ich aber sagen, ist es mir zu lang, ich finde es ist auch untenrum zu weit und overall gefällt mir der Fit einfach nicht, gibt mir so Peso 2020 Vibes vom Fit her. Kann jemand bitte zählen, wie viele Peso-Vergleiche ich dieses Video schon gemacht habe? Aber, ein wirklich fettes Aber, der Stoff ist geil. Ich finde, auch beim Tragen fühlt es sich richtig gut an. Es ist vielleicht für den Hochsommer ein bisschen zu dick, bla bla bla. Aber ich sage euch ehrlich, Mann oder Maus, wer deshalb dieses T-Shirt dem anderen vorziehen wollen würde, ist in meinen Augen ein bisschen dumm. Denn die 5 Euro Preisunterschied zum schwarzen T-Shirt, also zum Basic Heavy T-Shirt, machen wirklich einen großen Unterschied. Vom Tragekomfort und auch generell vom Aussehen her könnte es safe 50, 60 Euro kosten und keiner würde irgendwas sagen können. Ich werde es nochmal probieren in das Size S. Denn an sich hat das riesiges Potenzial und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr nicht so viel Geld zur Verfügung habt, dann nehmt safe das, denn 35 Euro sind dafür absolut geil. Überzeugt euch aber am besten selbst davon, denn ich selbst habe jetzt auch nicht Stoffe studiert oder sowas und kann das eins zu eins sagen. Das ist einfach nur meine Erfahrung im Fashion Game. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was ihr von den neuen LFDY Basics haltet und welches ihr von den drei Sachen am besten fandet. Ist es das Geld wert? Wir sehen uns sehr bald schon wieder. Lasst es euch wie immer richtig gut gehen. Haut rein und ciao!